So, Bobby, alles klar? Bist du bereit? Das nächste Stück ist heute fällig. Alles klar, Boss, wird gemacht. Und damit, hallöchen Leute, willkommen bei Pandido und unserem Unboxing von Playmobil Country. Holzfäller. Huhu, Leute, Holzfäller. Schaut's euch an, das hier ist alles im Spielzeug enthalten. Wir sehen's wie immer hinten auf dem Karton. Und wie immer will ich nicht lange rumlabern. Wie immer reiße ich zuerst mal den Karton auf. Und wir wollen mal schauen, was tatsächlich alles drin ist. Da sehe ich schon den einen Holzfäller. Wunderbar. Mit Vollbart, so wie es nämlich sein muss, Leute. Okay, so, wollen wir erstmal die ganzen Tütchen aufreißen. Zack, 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 zack. Hier haben wir noch ein paar Baumkronen ummantelt von einem Gummiband. So, ab damit. Das Gummiband kann ich später noch ein bisschen rumschnipsen. Okay, so. Kommen wir jetzt erstmal zum Spielzeug, Freunde. So, hier fangen wir erstmal mit dem beinahe coolsten Teil, würde ich fast behaupten, an. Und zwar der Bagger, beziehungsweise, jetzt werden mich wieder Leute korrigieren. Und ja, ihr habt recht, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich nenne es mal obergeordnet eine Landmaschine. So, da könnt ihr nichts sagen gegen, Freunde. Nein, also das ist jedenfalls das Gerät. Vorne mit dieser Schaufel dran, mit dem Greifer, das dann im Endeffekt die fertig geschnittenen Holzstämme aufsammelt. So, das ist es. Und ich nenne es, wie gesagt, Landschaftsgerät, so. Okay, jedenfalls steckt man den mal zusammen. Hier ein Sitz, sogar ein kleines Lenkrad, was sich drehen lässt. Riesengroße Reifen natürlich. Und da haben wir schon mal das Zugpferd sozusagen von diesem Gespann. Später kommt dann noch etwas hinten dran, das sehen wir aber gleich. Hier erstmal an der Seite diese Stäbe. Ich weiß gar nicht genau, wofür es gut ist. Das werden wir vielleicht noch zusammen rausfinden. So, ihr könnt mir das alles gerne in den Kommentaren sagen. Wisst ihr ja, Freunde, ich bin da empfänglich. Ich lasse mich gerne beraten von euch. Zusammen sind wir schlaue Freunde und können alles ausmachen. So, okay, jedenfalls, diese Stäbe sind also der Hoch- und Runter-Mechanismus für die Schaufel hier. Die haben wir jetzt hier. Da kommt jetzt allerdings, nicht wie in einem normalen Bagger, noch oben diese Gitterschaufel, nenne ich das jetzt einfach mal, oben dran, damit wir die Holzstämme tatsächlich greifen können und die auch darin stecken oder drin bleiben, damit sie nicht rausrollen, ne? Das ist ja wichtig. Kommen wir direkt zum nächsten Teil. Hier haben wir ein längeres und das wird gleich dafür da sein, dass wir den Anhänger ebenfalls an dieses Zugpferd, an das Zuggerät anhängen können. Hier haben wir also eine kleine Anhängerkupplung. So, hier noch ein kleines Rad, denn das Teil muss natürlich eigenständig rollen, sogar zwei Räder. Und dann ist es schon fast fertig hier jetzt, also der Anhänger hinten dran, beziehungsweise die Ladefläche, zack. So, jetzt kann es schon mal rollen. Vorne sehen wir die Anhängerkupplung, die werden wir gleich dann am Traktor, oder wie auch immer ich das jetzt nenne, am Traktor, Schaufel, Bagger, Holz, Haltegerät, Landfahrzeug, werden wir das gleich verbinden. So, komm mal vorgerollt, jawohl, hier sehen wir schon hinten das rote Teil. Das ist quasi die Anhängerkupplung. Zack, einmal eingehakt. Boom, fertig ist das erste gute Stück, Freunde. Okay, dann machen wir mal weiter. Unsere Bauarbeiter, sprich die Holzfäller und Holzarbeiter, die brauchen natürlich auch einen kleinen Unterschlupf. Nicht nur, wo sie mal gepflegt Mittag machen können mit einer Tasse Kaffee, sondern auch gegebenenfalls das Holz lagern können. Das ist also dieses kleine Häuschen hier. Es ist simpel, schlicht, aber erfüllt seinen Zweck und ich zumindest, ich find's echt cool. Okay, weiter geht's. Ein bisschen Grün darf nicht fehlen im Wald. Wir haben diese grüne Grundplatte, ich sag mal, das ist Rasen, das ist einfach ein Stück Wiese oder so. Da kommen hier ein paar Blätter rein, ein paar Blumen, eine rote Blüte und so weiter. Also schön alles reinstecken und natürlich, Freunde, das Wichtigste kommt jetzt noch. Und zwar ist noch ein Loch frei, das haben wir gerade gesehen. Da kommt jetzt der Baum drauf. Dieser Baum ist anders vielleicht als andere. Er ist natürlich extra für das Holzfäller-Set gemacht, denn er hat verschiedene Abschnitte. Das heißt, diesen Baum, den können wir oder ihr später fällen. Und dann hat er eben verschiedene Abschnitte, die dann unsere Holzstämme darstellen, die wir wegtransportieren können. So, weiter geht's. Baum fast fertig. Fehlt noch eine dreischichtige Krone. Meine Herren, was für ein Riesenbaum, was für eine Riesenkrone. Wahnsinn. Hätte man ja fast Bedenken, ihn abzuholzen. Aber es muss halt leider manchmal sein, Leute. Okay, damit wäre der jedenfalls auch fertig. So, und ich stelle euch dazu, was noch alles im Set enthalten ist an Dekoration und Accessoires. So, Bobby, alles klar? Bist du bereit? Das nächste Stück ist heute fällig. Alles klar, Boss, wird gemacht. Wir müssen uns ranhalten, der Baum ist heute extrem hartnäckig. Okay, ich hol die Säge. Alles klar, lass uns anfangen. Okay, wir sägen von links nach rechts.
Alles klar, ich fange an, wenn du anfängst. Oh, mein Gott. Und zieh. Ah ja, dieser Baum ist härter, als ich dachte. Warte, ich hole das Baby. Damit sollten wir den Baum im Nu platt kriegen. Und... Baum fällt! Na dann nur noch abladen und dann wollen wir ein neues Feuerholz machen. Vorsichtig, vorsichtig. Ich lade auf. Und zack, hab ihn. Okay, los geht's. Alles klar, dann hacken wir das Ding mal auf die altmodische Art klein. Okay, und zack. Okay, fast geschafft. Jetzt nur noch rüber damit. Ja, wir sollten es auf die Halter dort drüben tragen. Okay, dann bringen wir das mal rauf hier. So, zack. Und die auch noch. Okay, Chef, jetzt können wir es zerhacken. Hey, das sieht ja richtig gut aus. Klar, wir haben es geschafft. Der Baum ist klein und der Winter kann kommen. Und was machen wir jetzt? Der Wald ist komplett gerodet.